Hi Leute, ein Zugriff auf die Fritzbox von außen, also vom Internet aus, ist immer eine heikle Sache. In diesem Video erzähle ich euch, wie ich das gelöst habe, das möglichst sicher zu machen und was ihr tun könnt, um die Sicherheit für eure Box zu erhöhen. Und die allereinfachste ist, dass man das grundsätzlich mal gar nicht erlaubt. Dazu müsst ihr euch überlegen, wollt ihr überhaupt einen Zugang von außen, also vom Internet, auf die Fritzbox? Also gibt es den Fall, dass ihr am Strand sitzt und sagt, ach, jetzt könnte ich doch mal meine Fritzbox neu konfigurieren. Oder gibt es die Notwendigkeit, dass ihr sagt, ja, also ich muss immer mal wieder von der Ferne aus meine Fritzbox neue Konfigurationsdaten geben? Also ich habe diesen Anwendungsfall eigentlich nicht. Ich konfiguriere die Fritzbox nicht von außen. Das kann aber sein, dass zum Beispiel ihr einen Kumpel habt, ich habe so einen Fall, der hat mit Technik nicht viel vor und dem helfe ich einfach bei der Einstellung der Fritzbox, wenn er da ein Problem hat. Für den habe ich Zugangsdaten für seine Box und da ist dieser Haken auch gesetzt. Das kann man bei der Oma machen oder sonst wem, der da irgendwie Probleme hat. Da kann man da solche Zugänge machen. Gibt es natürlich noch andere Wege, aber das ist ein Grund, den ich sehe, warum man das überhaupt freigeben sollte. Leider ist es bei der Fritzbox so, dass man diese Konfiguration freigeben muss, also den Internetzugriff, wenn man auf die NAS zugreifen will auf der Box. Und zwar auf die NAS an der Box. Also nicht auf eine NAS, die bei euch im Netz ist, sondern den USB-Port der Fritzbox. Und dann muss man das hier aktivieren, damit man da drauf kommt. Normalerweise braucht man das eigentlich nicht. Aber wenn man sagt, ihr wollt das, wenn ihr sagt, ihr braucht das unbedingt, es muss sein, dann müsst ihr den Haken erstmal setzen. Dann ist diese Schutzmauer schon mal gefallen. Ab dann müsst ihr euch überlegen, wie ihr auf User-Ebene das möglichst sicher macht. Ich gehe jetzt nochmal gleich in die User-Einstellungen, aber grundsätzlich sollte gesagt sein, ein User, der sollte immer nur eine Funktion haben. Also nicht konfigurieren und VPN und alles Mögliche. Also ein User für eine Funktion, das ist wichtig, weil man eben dadurch auch die Sicherheit erhöht, dass man eben, wenn so ein Passwort und so ein User-Zugang doch mal verloren geht oder gehackt wird oder irgendwie im Handy war und das Handy ist geklaut worden und weiß ich nicht, dann ist mindestens nicht alles verloren. Also für die, die sich wundern, was hier los ist, das ist mein Taskmanager. Den habe ich nur davor gemacht, weil dahinter sind nämlich meine sicheren Passwörter und so weiter, beziehungsweise meine Zugangsdaten und die wollte ich nicht ins Netz stellen. So, hier bin ich in den Einstellungen bei Internet MyFritz Konto. Und da solltet ihr ganz nach unten scrollen und den Haken für Zertifikat von letsencrypt.org verwenden setzen. Also für diejenigen, die Zugriff auf ihre Box wollen. Was ist denn das? Und zwar geht es darum, letsencrypt ist ein im Internet befindlicher Zertifikatserver, der das Zertifikat eurer Box signiert. Das bedeutet, ihr habt einen richtigen geschützten Zertifikat, ein richtig geschütztes Zertifikat, so wie ein großer Server es auch haben würde. Und normalerweise müsste man für so einen Zertifikatdienst Geld bezahlen. Aber es gibt ein Agreement mit AVM und Let's Encrypt, dass also alle Fritzbox-Benutzer das gratis kriegen. Das ist quasi mit der Box dabei. Ist eine tolle Sache, sollte man unbedingt verwenden, wenn man also eine HTTPS-Connection auf seine Fritzbox macht, weil man dann, wie gesagt, ein geschütztes Zertifikat nimmt, das auch nicht gefälscht werden kann, weil es von einem offiziellen Zertifikatserver gegengezeichnet wird. Ich kann euch das hier jetzt hier oben nicht zeigen, weil ich auf meine normale Adresse zugegriffen habe. Und es ist so, ich habe das so eingerichtet, dass ich aus dem Internet nicht auf die Fritzbox-Oberfläche zugreifen kann. Das ist so die nächste Schicht an Sicherheit, aber da gehen wir jetzt gleich dazu, zeige ich euch sofort. So, hier bin ich in der Benutzerverwaltung. Also es geht über System Fritzbox Benutzer. Und da seht ihr jetzt schon mal als ersten den Admin-Benutzer. Der heißt bei mir Admin, weil ich den Namen extra nochmal geändert habe für euch. Normalerweise habe ich da einen kryptischen Namen mir ausgedacht, weil ich den Administrator gar nicht Admin nenne. Das hat damit zu tun, dass wenn man also so eine Attacke auf die Fritzbox fährt, dann würde man ja Benutzernamen und Passwort versuchen zu raten.
Und dabei ist es natürlich besonders geschickt, wenn man den Benutzernamen schon weiß. Und den ersten, den man da nimmt, ist Admin, weil das der Standardbenutzer ist. Also das sollte man auf jeden Fall erstmal ändern, dass man den Administrator nicht Admin nennt. Irgendeinen kryptischen Namen, den nur ihr kennt und den man auch möglichst nicht erraten kann, also keine Vornamen und so, wie bei Passwörtern auch. Und dann ist es bei mir so, dass man, wenn man schon auf die Fritzbox zugreift, mit allen möglichen Usern zugreifen kann, aber nicht mit dem Admin, damit die Konfiguration trotzdem geschützt ist. Ich habe das euch jetzt hier verdeckt, weil das sind private Namen, die will ich euch nicht zeigen. Und hier ist auch noch eine private Adresse. Das ist also wieder mein Taskmanager, den ich hier missbraucht habe als Schutzschild. So, und jetzt habe ich für jede Anwendung, die ich benutze, also hier, ne, Zugang zur NAS zum Beispiel, habe ich einen eigenen Benutzer. Oder das sind meine drei Handys, die wir haben, die über VPN auf die Box zugreifen können. Da baue ich mir einen eigenen VPN-Tunnel auf die Box. Das sind eigene User, weil dieser VPN-Client im Handy, da muss ich ja Username und Passwort hinterlegen. Die schreibe ich ja da rein. Und da wäre es ja besonders ungeschickt, da mit dem Admin anzufangen, sodass ich die auch noch ins Handy dann in Klartext reinschreibe, die ganzen Namen. Sollte ich mein Handy verlieren oder sollte das gehackt werden oder wie auch immer, sind im besten Falle dann eben diese Namen futsch. Deshalb mache ich eigentlich die Regel so: Für jede Anwendung gibt es einen anderen Namen. Das ist auch meistens der Fall, weil man ohnehin für verschiedene Anwendungen auch verschiedene Tools nutzt. Also den Zugang zur NAS, den habe ich nicht genau in demselben System, wie ich die VPN-Verbindung aufbaue. Das sind unterschiedliche Dinge. Also da ist es gar kein Problem, unterschiedliche Namen zu nutzen. Und das hier ist, da habe ich vorhin schon drüber geredet, das ist der Zugang zum Anrufbeantworter. Das ist heutzutage überhaupt, macht das ja kein Mensch mehr, irgendwelche Nachrichten auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Aber das war dafür gedacht. Da war dann schon der Login und alles hinterlegt und da habe ich quasi mit einer Kurzwahltaste, habe ich direkt die Sprachnachrichten auf dem Anrufbeantworter abholen können. Beziehungsweise ich hatte einen direkten Link irgendwo und bin dann direkt auf die Seite gekommen, wo man das sieht. Das braucht man eigentlich gar nicht mehr. Wer redet denn schon noch auf Anrufbeantworter? So, und jetzt wollte ich euch noch was zeigen, wie man nämlich bei den Passwörtern noch ein bisschen was verbessern kann. So, den schieben wir jetzt mal hier zur Seite. Also, ihr habt euch irgendeinen Usernamen ausgedacht. Also, das bin ich. Ah, nee, falsch rum. So, ich bin's. Ist ja auch egal. Dann habt ihr euch ein Passwort dazu überlegt. Natürlich ein gutes, nicht so ein dummes wie das jetzt. Aber ihr könnt ganz einfach mit der Fritzbox die Komplexität eures Passworts erweitern. Und zwar hilft ihr euch dabei. Auf der Fritzbox läuft nämlich ein kleines Skript, sowohl in diesem Fenster als auch im Login-Fenster, wenn ihr euch später einloggt. Und das könnt ihr zu eurem Vorteil nutzen. Und zwar ist es so, wenn ihr jetzt hier das Passwort habt, wie auch immer das ist, ihr solltet natürlich ein vernünftiges nehmen, dann könnt ihr einfach euch einen Buchstaben oder eine Zahl überlegen und damit füllt ihr das da hinten auf. Und zwar so lange, bis der da sagt, geht nicht mehr. So, jetzt hat er es gesagt. Jetzt nehmt ihr die Zeichen wieder zurück. So, und jetzt habt ihr diese ganzen Nullen da dran gemacht oder Einsen oder was auch immer ihr hier für einen Buchstaben nehmen wollt und habt 32 Zeichen starkes Passwort, was ihr euch quasi gar nicht merken müsst. Ihr habt nämlich euer Passwort, so wie es ist, und knallt einfach hinten so lange Zeichen dran, bis der sagt, ist voll. Und das könnt ihr dann beim Login genauso machen. Da gebt ihr wieder euer Passwort ein und tut die Zeichen da hinten dran, bis er sagt, ist voll. Und da braucht ihr euch gar nicht Gedanken zu machen, wie viele Nullen ihr da macht. Ihr müsst die weder zählen noch sonst was, sondern ihr könnt euch da auf das Skript verlassen. Sobald ihr bei 32 seid, kommt diese Warnmeldung und schon ist gut. Das erhöht die Chance, dass das Passwort erraten wird oder umgekehrt ist, erhöht die Schwierigkeit, dass das Passwort erraten wird, enorm. Weil so ein 32-stelliges Passwort auszuprobieren, das dauert schon eine halbe Ewigkeit. Also mit normalen Mitteln ist das im Moment jedenfalls noch nicht möglich. So einfach. So, und dann nochmal zur Struktur an sich. Wenn er jetzt hier Funktionen vergibt, das ist die Boxeinstellung. Das heißt, das ist ein Adminrecht. Das solltet ihr eigentlich nicht vergeben für User, die im Internet Zugriff auf die Box haben.
Es ist nämlich gleichzeitig so, wenn ihr das aktiviert, sind da auch noch die Rechte für die Phone-Einstellungen, alles was mit Fax und Phone zu tun hat und Smart Home mit integriert. Das ist da so. Alles, was diese Einstellung beinhaltet, beinhaltet auch diese Einstellung. Umgekehrt geht's. Ich kann also einem einzelnen User die Spracheinstellungen zuweisen oder einem einzelnen User hier die Smart Home-Einstellungen. Das geht schon. Oder beiden zusammen. Aber wenn ich den Admin Box-Einstellungen sind die alle da zusammen. Genauso ist es bei den NAS-Inhalten, da gibt es auch so eine Abhängigkeit. Ich kann zwar einzelnen Usern verbieten zu schreiben, aber jeder, der schreiben kann, kann automatisch lesen und jeder, der nicht lesen darf, kann auch nicht schreiben. Das sind also Abhängigkeiten, die da zusammen sind. Und ich würde, wie gesagt, für jeden User das einzeln machen. Und dann gibt es, wie gesagt, die VPN-User, die würde ich immer getrennt machen. Also ein VPN-User hat keine anderen Rechte. Braucht man eigentlich auch gar nicht. Warum sollte man das kombinieren? Und da ist dann, wie gesagt, hier der Haken für den Zugang zum Internet. Also jeder User, der von außen Zugang braucht, der muss eben hier den Haken bekommen. Okay, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst ein Like da und denkt auch an das Abo. Und dann sehen wir uns bald wieder auf diesem Kanal.